Menschen, die nicht der Körpernorm entsprechen, werden sehr, sehr oft daran erinnert, dass das so ist. Brauchen keine einzige Person im Internet zusätzlich, um sie darauf hinzuweisen oder ihnen irgendeine vermeintlich gut gemeinte externe Diagnose zu geben. Hallo liebe Menschen da draußen, mein Name ist Aljoscha. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu meinem Video. Das ist ein Glas Sandwich-Gurken, würzig süß, so wie dieses Video wird. Ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Hier ist mein Getränk der Wahl mit einem sehr versifften Glas, sehe ich gerade. Das ist aber nicht schlimm, ihr mögt es gern dreckig. Was ich mir nehme und dieses Video jetzt genüsslich kommentiere. Macht das Sinn? Nee. Ist aber egal, es geht ja um euch, nicht um mich. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, wie immer, nehmt euch gerne irgendein Getränk eurer Wahl. Wenn ihr schon eins habt, cool. Wenn ihr keins bekommen könnt, auch cool. Mir ist nur wichtig, dass ihr euch zurücklehnt und ein bisschen genießt. Ich reagiere auf das Video Bodyshaming ist jetzt Trend von Jonas Ems. Ich möchte über dieses Thema sprechen, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, besonders in Zeiten von Social Media, wo Menschen immer mehr die Möglichkeit haben, sich hinter Anonymität zu verstecken und Menschen zu beleidigen. Bevor wir loslegen, habt ihr vielleicht Lust, unten auf Abonnieren und so zu drücken und eventuell auch bei Instagram immer vorbeizuschauen. Nur wenn ihr wollt natürlich, weil ihr erfahrt dann immer sofort, wenn neue Videos kommen. Und ich habe festgestellt, und das habt ihr wahrscheinlich auch schon festgestellt, dass meine Videos oft mehr Views als ich AbonnentInnen habe. Das macht ja keinen Sinn. Sei denn, ihr guckt die alle fünffach. Jonas und ich haben auf jeden Fall schon geschrieben und wir sind beide nicht uninteressiert, mal ein Video zusammen zu machen. Das wollte ich mir nochmal kurz in den Raum werfen. Und ich lege jetzt los. Was geht, Leute? Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Jonas, wisst ihr ja, und ich habe mal eine kurze Frage an dich, genau dich da draußen. Wo würdest du sagen, wo bist du auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du dein Aussehen bewerten müsstest? Würdest du sagen, du bist so eine solide 6 von 10, eine 7 von 10? Oder würdest du eher sagen, so, nee, 3 von 10 ist alles gerade nicht so, Dass ihr euch jetzt vielleicht gerade ein bisschen wundert, dass ich das frage, aber euch trotzdem nicht weiter drüber wundert und ihr nicht über die Frage stolpert, das liegt daran, dass das Ganze mittlerweile quasi Normalität geworden ist. Dieses, wow, so eine 9 von 10, dieses Runterbrechen auf das Aussehen. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass es aktuell Trend ist auf TikTok. Genau dieses Spielchen, er oder sie ist eine 10 von 10, aber das und das. Ich zeig euch mal ganz kurz, was ich meine. Ist übrigens eine neue Handyhülle, eine gelbe, ich finde die sehr fresh. Er ist eine 10 von 10, aber rasiert seine Beine. Zero. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Manchmal weiß ich schon, warum ich nicht so viel auf TikTok unterwegs bin. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, dass es auf Instagram wahrscheinlich nicht wirklich besser ist. Ich habe diesen Trend auch so ein bisschen mitbekommen. Ich fand den von vornherein schwierig, weil ich dieses Bewerten anhand von Zahlen, die ja letztlich aufs Äußerliche bezogen sind oder wie hier inhaltlich super stark. Männliche Stereotype wie er rasiert sich die Beine sind direkt so, oh mein Gott, das geht gar nicht. Wie kann man sich nur als Mann die Beine rasieren? Wie kann man nur als Mann nicht die Dinge machen, die auf der Liste stehen, wie Männer, an die richtige Männer sich natürlich halten müssen, um wirklich Männer zu sein? Sowas übt natürlich enormen Druck auf Menschen aus. Und natürlich sind wir alle irgendwie Opfer dieser Schubladen, die wir kreiert haben, durch patriarchale Strukturen, durch Macht, keine Ahnung was alles. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich da sehr viel Bezug zu habe und dass sowas mich damals auf jeden Fall getriggert hätte. Nicht, dass ich mir damals die Beine rasiert habe. Aber mit dem Kommentar schwingt ja etwas mit. Es geht ja nicht nur um das Rasieren der Beine, es schwingt einfach das Männerbild mit, was Frauen vermeintlich von einem erwarten oder das Gegenüber. Wenn ich zum Beispiel als queere Person das Gefühl habe, ich werde nicht männlich genug wahrgenommen, dann ist das ein Struggle, den ich seit meiner Kindheit habe und dem ich versuche, gerecht zu werden. Und das ist ein konstanter Kampf. Ich werde quasi immer wieder daran erinnert von der Gesellschaft. Und ich glaube, ich wiederhole mich, aber das ist mit einer der Gründe, warum Repräsentanz und Sichtbarkeit so wichtig sind. Je mehr wir Dinge sehen, die Stereotype brechen, desto normaler empfindet die Mehrheitsgesellschaft sie. Und je normaler eine Gesellschaft etwas wahrnimmt, desto weniger wird jemand diskriminiert dafür, dass die Person anders ist. Behaarung, President. Perfekt, wenn ihr ein Mann seid und euch die Beine rasiert, dann seid euch mal ganz sicher, dass ihr auf der Skala von 1 bis 10 eine absolute Null seid. Männer, die keine Haare mehr haben, absolut unmännlich. Männer, die kein Fleisch essen, absolut unmännlich. Puh, okay, ich muss mich erstmal wieder beruhigen, ein bisschen wieder reingrooven, weil wir heute sehr viele TikToks noch ansehen werden. Und ich bin absolut ready für das Video, aber sehr, sehr unangenehm. Wir gucken uns heute aber was sehr Besonderes an, was für mich nicht nur besonders, sondern vor allem auch besonders besorgniserregend ist. Der Titel heißt Bodyshaming ist jetzt Trend und das ist Real Talk auch einfach so. Das ist Normalität auf den sozialen Medien und wer dort unterwegs ist, der wird das auch wissen. Ich mache das nicht nur beruflich, sondern ich bin auch in meiner Freizeit leider zu viel auf diesen Apps unterwegs und ich kann euch sagen, man geht da daran kaputt. Man geht daran mit der Zeit kaputt. Das hat enormen Einfluss auf unsere Psyche. Ich habe dazu jetzt schon 2 andere Videos gemacht. Das ist jetzt das 3. in dieser wunderbaren Trilogie, wie sich das Ganze auf das Selbstbild unseres Körpers auswirkt. Das ist heftig, Leute. Wenn wir uns hier mal angucken, heute habe ich nicht mein normales Notebook hier, ich weiß auch nicht warum. Wenn wir uns das Ganze hier mal gerade angucken, die Nutzungszahlen zu Social Media und deswegen hier die Grafik für euch jetzt gerade nochmal eingeblendet, weil ich das so unfassbar spannend finde. Das ist eine Statistik aus dem Jahr 2021, also noch sehr, sehr aktuell. Unten ist das Alter abgebildet und auf der linken Seite, also auf der Y-Achse, ist die prozentuale Nutzung der Social Media Plattform zu sehen. YouTube ist eigentlich keine Social Media Plattform,
Smartphone, deswegen weiß ich nicht, warum das hier aufgelistet ist. Aber wir sehen hier beispielsweise Instagram im Alter von 14 bis 15 Jahren schon bei 55%. Noch krasser TikTok im Alter von 12 bis 13 Jahren schon von mehr. Wisst ihr, was mir auch eingefallen ist gerade? Ich habe ja, wie ihr wisst, oder wie die meisten wahrscheinlich wissen, 7 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Und das Thema Bodyshaming ist auf jeden Fall im Krankenhaus auch sehr präsent. Ich bin mir übrigens auch sicher, und das ist was ich immer wieder sage, dass ich mich von diesen ganzen Ismen nicht freisprechen kann. Nur weil ich etwas beurteile und weil ich über ein Thema spreche, heißt es nicht, dass ich mich frei davon sprechen kann, auch Teil des Problems zu sein. Alle Menschen sind so sozialisiert, dass wir Sexismus, Ableismus, Queerfeindlichkeit irgendwie internalisiert haben über Verhaltensmuster, weil es einfach strukturelle Probleme sind, die unsere ganze Gesellschaft durchziehen. Deswegen kann ich mich auch nicht davon freisprechen, dass ich zum Beispiel fettfeindliche Denkmuster habe oder Verhaltensweisen gezeigt habe in der Vergangenheit und mit Sicherheit auch aktiv fettschämend war. Und wahrscheinlich ist auch immer noch teilweise bin. Aber mein Bestes tun möchte, das aufzudecken und zu sehen und zu verstehen. Mir ist auch bewusst, dass ich als dünne Person keine Art von Fett- oder Bodyshaming erfahre, sodass ich das nie wirklich nachempfinden kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, Betroffenen zuzuhören und über das Thema zu sprechen. Umso cooler finde ich, dass Jonas das jetzt, wie gesagt, auch macht. Mehr als 53% genutzt. Das ist so crazy, Leute. Einfach die Hälfte aller 12- bis 13-Jährigen in Deutschland nutzen TikTok und sind dort regelmäßig unterwegs. Und wie gesagt, das sind nicht eingeschlossen Leute, die ab und zu mal vorbeigehen oder die App vielleicht auch schon wieder deinstalliert haben oder sowas. Also wir können ganz fest davon ausgehen, dass wirklich ein großer Teil der heranwachsenden Menschen in irgendeiner Form, ob auf TikTok oder Instagram oder Snapchat oder eben auch jetzt YouTube Shorts, mit Content konfrontiert ist und sich darüber natürlich auch Gedanken macht und das natürlich auch einfach großen Einfluss auf die Psyche hat. Und was das eben teilweise für problematischer Content ist, das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video und bin jetzt schon sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Ich bin auch sehr gespannt. Vor allem muss ich sagen, ich merke ja vor allem auch, dass TikTok und Instagram sehr schnelllebig geworden sind. Man scrollt und scrollt und scrollt und das System funktioniert ja total. Das merke ich bei mir auch. Ich gucke mir zum Beispiel ein Reel an. Der Algorithmus erkennt, welche Reels ich mag. Also er erkennt zum Beispiel, wenn ich länger mir ein Reel angucke mit Hunden oder sowas, dann werden mir mehr davon ausgespielt. Das heißt, die Plattform versucht aktiv, dich draufzuhalten. Und es funktioniert natürlich. Ich finde es so krass, weil ich natürlich merke, dass ich in meiner Blase unterwegs bin und umgekehrt Menschen, die in diesen toxischen Blasen unterwegs sind, die sich solche Trends angucken, und das sind ja eine sehr hohe Anzahl an Menschen, die sich das angucken, dann wird ihnen natürlich auch so ein Content ausgestrahlt. Ich werde größtenteils davon verschont, weil ich in meiner Blase werden mir halt einfach andere Sachen angezeigt. Immer wenn ich das sehe, ist es für mich ein Reminder, wie gefährlich dieses Internet eigentlich ist. Und mir passiert es auch tatsächlich sehr oft, dass ich auf Instagram bin und irgendwann merke, shit, ich war jetzt seit 1,5 Stunden, bin ich hier nur am Handy und habe wirklich nichts gemacht. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wenn junge Menschen es erstrebenswert finden, zum Beispiel Influencer oder Influencerin zu werden, dass sie merken, dass TikTok zum Beispiel eine Plattform ist, auf der man sehr schnell sehr viel Reichweite generieren kann, wenn man bestimmte Trends mitmacht. Wenn man also merkt, dass ein Trend, der potenziell gefährlich ist, gut ankommt, dann macht man den mit. Denkt vielleicht auch gar nicht so stark darüber nach, wie problematisch das ist oder sein kann. Kommen wir zu Kapitel 1, gefährliche Trends. Wie gesagt, Leute, ich bin selber aktiver Nutzer. Das ist jetzt kein explizites Bashing gegen TikTok, auch wenn ich hier gerade TikToks zeige, aber es ist normalerweise so, dass die TikToks, die produziert werden, immer nach kurzer Zeit dann auch bei YouTube Shorts landen, in deren System, und dann meist auch eine gewisse Zeit danach auf Instagram Reels. Das heißt also, wenn wir hier von Trends reden oder so, meistens ist das relativ deckungsgleich. TikTok ist auch eine, ich würde sagen, Consumer-driven Plattform, weil einfach super viele Leute, die dort selber Inhalte konsumieren, selber auch einfach Inhalte produzieren können. Also, wenn ich euch jetzt gleich Videos zeige, sind das nicht nur Videos von bekannten Influencern, die dort Content produzieren. Ganz im Gegenteil, das sind ganz normale Menschen quasi. Also ganz normale Nutzer, die auch einfach dachten, okay, ich mache mal mit diesem Trend mit und sich eben vor allem nichts weiter dabei dachten. Und das ist aber halt das ganz große Problem. Aber wir schauen uns jetzt ganz in Ruhe mal an, was ich meine, damit ihr auch versteht, woher meine Wut kommt und woher meine Angst auch davor kommt, was es vor allem mit jungen Menschen macht. Ich bin 25 und obwohl es bei mir schon... Ich auch. Zweifel auslöst, möchte ich nicht wissen, wie das zum Beispiel für meine kleinen Geschwister ist, die sind 13 und 15, wie das für eine ganze Reihe an anderer Menschen ist, die noch jung sind, die noch in einer extremen Selbstfindungs- und Entwicklungsphase sind. Ich laber immer so viel, weil ich mich immer aufrege. Kenne ich. Aber wir gucken uns jetzt mal die Videos an. Also einmal gibt es da diesen er oder sie ist eine 10 von 10 Aber-Trend. Der basiert im Grunde darauf, man geht davon aus, 10 von 10 heißt so viel wie ja, so das Idealbild an Attraktivität oder Aussehen, was auch immer. Man sagt quasi, sie oder er ist eine 10 von 10 Aber, hat das und das Attribut oder die Eigenschaft, die Angewohnheit, was auch immer, was ihn dann vielleicht unattraktiver macht. So, und da gibt es halt eine ganze Reihe an Videos, die einfach gar nicht klar gehen. Er ist eine 9 von 10, aber er ist kleiner als du. Wie viel kleiner? 10 Zentimeter. 5 von 10. Okay, man verliert hier also schon mal 4 Aussehenspunkte, wenn man als Typ was kleiner ist. Merken wir uns. Gucken wir bei denen nochmal gerade rein. Er ist eine 10 von 10, aber hat keine Haare mehr. 8 von 10.
Und wenn man als Typ keine Haare mehr hat, egal ob das ist, weil es vielleicht genetisch bedingt ist und man einen verfrühten Haarausfall hat, ob man vielleicht einfach schon älter ist und deswegen nicht mehr so viele Haare hat oder ob man eventuell sogar krank. Ich möchte jetzt aber nochmal zur Verteidigung von den Mädels sagen, dass sie nicht gesagt haben, was die Haare auf dem Kopf sein müssen. Nein, ich möchte natürlich nicht kleinreden, ne? Das ist ja jetzt ein Scherz. Ich habe ja, wie gesagt, diese Trends auch schon mitbekommen und ich finde es einfach schon mega gruselig zu sagen, er oder sie ist eine 10 von 10. Ich finde überhaupt dieses Bewerten von Menschen nach Optik, nach irgendwas, super problematisch, vor allem, wenn man das nach außen trägt. Es ist ja auch nochmal was komplett anderes, wenn man das im privaten Umfeld macht. Das muss ich jetzt auch nicht unbedingt gutheißen, aber es hat natürlich trotzdem ganz andere Wirkungen, wenn ich das in einem privaten Umfeld mache versus ich teile das mit dem Internet und es geht potenziell viral und ich erzeuge im Zweifel sogar einen Trend. Wir leben ja schon in einer Welt, die extrem auf bestimmte Äußerlichkeiten ausgelegt ist, sehr krasse Schönheitsideale und Normen hat. Wir alle, wenn wir jetzt an Zeitschrift-Cover-Fotos denken, bei Männern oder zum Beispiel bei Frauen, dann denken wir sofort an dieses typische, durchtrainierte, schlanke 90-60-90-Bild einer Frau. Und bei Männern denken wir an dieses breite Kreuz, Sixpack, durchtrainiert. Und nach diesem Schönheitsideal streben ganz, ganz viele junge Menschen. Auch die Filter, die wir auf Instagram, TikTok, Social Media, egal wo, nutzen, machen natürlich etwas. Diese Schönheitsfilter. Ich glaube, es gibt super viele Dinge im Internet, die jungen Menschen in ganz, ganz viel Scheiße reinreiten können. Und dazu gehört eben auch Schönheitsideale. Wer krank ist und deswegen keine Haare hat oder keine Haare haben kann, das gibt erstmal zwei Aussehensabzugspunkte. So Social Media. Ich hoffe, ihr versteht, was das mit Menschen macht, die davon vielleicht betroffen sind und sich... Ich glaube, was er jetzt gerade so im Nebensatz angesprochen hat, nach dem Motto, checken Menschen das überhaupt? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Ich glaube, Menschen ist das gar nicht bewusst. Menschen sprechen oft aus einer sehr privilegierten Perspektive über etwas, was sie selbst meist nicht betrifft. Und wenn man Menschen darauf anspricht, dann sagen sie, oh Gott, ja, schon wieder ein Wehwehchen. Oh Gott, ja, jetzt nervst du mich schon wieder mit irgendwas. Man darf ja gar nichts mehr sagen. War doch nur ein Scherz. Nimm's doch nicht so persönlich. Sei doch nicht so empfindlich. Also im Endeffekt anderen Menschen ihre Gefühle absprechen. Wenn ich mich also verletzt fühle und andere Menschen sage, das, was du gesagt hast, hat mich verletzt und andere mir dann sagen, stell dich nicht so an, du bist zu empfindlich, dann ist das eine Form von Gaslighting, also meine Gefühle runterspielen, meine Gefühle invalidieren. Ich bin tendenziell eher das Problem, weil ich zu empfindlich bin. Dabei gibt es ja ganz klare Machtstrukturen in unserer Gesellschaft und ich habe diese Pyramide ja schon mal erklärt, ne, gesagt, je privilegierter wir sind, desto weiter oben auf der Pyramide, man könnte es natürlich auch theoretisch umgekehrt sehen, weil unten am meisten ist, aber ich habe es jetzt einfach so rumgemacht, müsste halt jetzt einfach umdenken. Je privilegierter sind, desto weniger müssen wir uns in verschiedene Lebensrealitäten reinversetzen. Dazu gehört eben auch dünn, weiß, hetero, cis, männlich. All diese Sachen gehen mit Privilegien einher. Und again, für alle, das bedeutet nicht, dass ihr ein leichtes Leben hattet. Das bedeutet nur, dass ihr euch mit bestimmten Themen im Alltag, im Leben nicht auseinandersetzen musstet. Ich habe das inzwischen auch in einigen Videos erklärt. Ich hoffe, dass es jetzt verständlich ist. Und deswegen ist es für die meisten Menschen relativ leicht, darüber zu lachen. Es ist immer leicht, Witze zu machen, bei denen man nach unten tritt im Machtgefälle. Also etwas, was die Gesellschaft sowieso tut. Also Menschen, die ohnehin schon diskriminiert werden, weil sie nicht der Körpernorm entsprechen, weil sie nicht der Schönheitsideale entsprechen, weil sie nicht der sexuellen Orientierung entsprechen, der Mainstream-sexuellen Orientierung. Dafür werden sie ja sozusagen von der Gesellschaft schon diskriminiert und es ist entsprechend leicht, auch da nach unten zu treten, wenn man selber nicht davon betroffen ist. Deswegen glaube ich, dass es vielen Menschen einfach sehr leicht fällt, das zu machen, ohne darüber nachzudenken. Und sich das dann ansehen, was das auch mit dem Gesamtbild insgesamt macht. Also mit den Leuten, die zusehen, sich denken so, ja, stimmt, ja, könnte ja echt irgendwie ein unattraktives Attribut sein. Ja, das ist kein Bashing gegen die beiden jetzt persönlich. Es ist ein Sinnbild dafür und es ist ein ganz kleiner Auszug davon, was ganz viel passiert. Ich rede nicht über die beiden individuell. Ich glaube, das ist auch nochmal total wichtig, was er gerade sagt. Sorry, dass ich schon wieder stoppe. Wir neigen dazu, wenn es um sowas geht und wir Exemplare, Beispiele nehmen, dass wir uns auf diese zwei Menschen stürzen und sagen, das ist ekelhaft, wie können diese zwei so ekelhaft sein, was für widerliche Menschen. Und dabei ist es oft ja nur ein Sinnbild für ein strukturelles Problem, was wir haben. Es geht nämlich, genau wie Jonas sagt, nicht um die beiden. Es geht darum, wo kommt es überhaupt her, dass die beiden das machen? Und sie sind nicht die Einzigen, die das machen. Sie orientieren sich ja letztlich an einem Bild, was ihnen vermittelt wurde, gesellschaftlich. Das tragen wir in unterschiedlicher Ausprägung schon selber in uns. Deswegen ist es mir immer wichtig, in solchen Diskussionen, gerade wenn es um Online-Sachen geht, sich nicht auf einzelne Menschen zu stürzen und zu sagen, die sind das Problem in der Regel, was nicht bedeutet, dass man Diskriminierung und Hass nicht benennen darf, sondern dass sie oft ein Beispiel für strukturelle Diskriminierung sind. Individuell ist ein Problem, ist die Rede davon, dass es davon ganz, ganz viel gibt. Er ist eine 10 von 10, aber er ist klein. Ihr wisst nicht, wie viele Videos ich davon gesehen habe. Es ist unmöglich. Sie ist eine 10 von 10, hat aber keinen Arsch. Ja, dann nur noch 5 von 10, Bruder. Wie kann man solche Videos machen? Gibt noch. Das Ding ist auch, solche Sachen, wenn Männer zum Beispiel was machen, sie ist eine 10 von 10, aber...
Das sind ja oft so sehr toxisch männlich geprägte Videos. Das sind oft Männer, die zum einen versuchen, ihr eigenes Männlichkeitsbild nach außen zu tragen und zu sagen, sie sind super männlich, sie stehen nur auf Frauen, die Riesenärsche und Riesenbrüste haben, weil das ist das, worauf man als Mann steht. Und umgekehrt, das ist natürlich mega sexistisch und misogyn. Ich brauche, glaube ich, nicht zu thematisieren, warum das problematisch ist, die Aussagen. Aber ich wollte einfach nur nochmal das Thema toxische Männlichkeit ansprechen, weil ich auch in den letzten Tagen wieder gemerkt habe, was für ein enormes Problem toxische Männlichkeit ist. Es sind wieder mehrere Vorfälle in den letzten Tagen, die ich auf der Straße mitbekommen habe, die ich aber auch selber mitbekommen habe, dass ich auf der Straße beleidigt wurde als Schwuchtel oder sonst irgendwas. Ständig Kommentare unter irgendwelchen Videos, wo schreiben, du bist mir zu schwul, keinen Bock anzugucken. Und das ist ja auch fair enough so, ne? Ich muss ehrlich sagen, das sind irgendwelche anonymen Dullis. Dann wollen sie halt die Inhalte nicht hören. Spricht jetzt nicht gerade für ihren Intellekt. Spricht eher dafür, dass die empathische Kapazität bei einer Bierdose liegt, aber darum geht's ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass mir nochmal bewusst geworden ist, dass toxische Männlichkeit einfach toxisch für uns alle ist. Es gibt noch so einen Sound, der gerade viral geht, der mich auch absolut triggert. Hier POV, jedes Mal bei Typen, die unter 1,90 sind. Ich mache es kurz und knapp. Ja. Ich will dich nicht weiter kennenlernen. Ja, sehr unangenehm. Unter 1,90, nicht weiter kennenlernen. Natürlich. Es ist so krass, was mit solchen Videos für einen Druck auf Menschen ausgeübt wird. Und natürlich kommen solche Videos oft von Menschen, die dem absoluten normschönen Standard entsprechen. Nicht weiter kennenlernen. Natürlich, ganz klar. Wenn man unter 1,90 groß ist, was ist das denn? Ist ja super. Also ganz krass, wenn Menschen unter 1,90 sind, merke ich ganz oft, die haben sehr schlimme Persönlichkeiten und dann habe ich auch meist gar keine Lust mehr mit denen zu reden. Also wenn ihr unter 1,90 seid und mich auf der Straße seht, braucht ihr mich gar nicht erst ansprechen. Super unangenehm. Wie kann das sein? Habt ihr zu dem Sound nochmal was gefunden? Wenn er einen kleinen hat? Ich mache es kurz und knapp. Ja? Ich will dich nicht weiter kennenlernen. Ja, diese Art von Bodyshaming auch wieder sehr, sehr lustig. Ich habe aber auf jeden Fall noch mehr, keine Sorge. Ja, auch auf jeden Fall ein Thema, was auch in der Queer-Community sehr gerne gemacht wird. Für alle, die das nicht wissen, aber es gibt so Dating-Plattformen, auf denen man zum Beispiel ganz standardmäßig die Penisgröße mit angibt. Auch Präferenzen sozusagen sagt, unter der und der Größe möchte ich gar nicht erst. Und das ist natürlich super problematisch. Das ist genauso Bodyshaming und gehört einfach verboten. Mir ist dazu tatsächlich auch eine Sache gerade eingefallen, und zwar habe ich Prince Charming, ich weiß nicht mehr, welche Staffel das war, da war einer der Teilnehmer schwarz und hat gesagt, ich lebe mit dem rassistischen Klischee, dass alle schwarzen Männer Riesenpenisse haben. Er war auf einem Date und dann ging es wohl weiter, es ging in Richtung Sex. Und dann hat die Person, ich weiß nicht, ob währenddessen oder danach, auf jeden Fall abgebrochen, weil es nicht den Vorstellungen entsprochen hat, die diese Person hatte. Und das ist etwas, was ihn extrem beschäftigt und belastet hat und ihn die ganze Zeit jetzt begleitet. Das kommt natürlich daher, dass diese zum einen rassistischen, aber auch eben das Thema Bodyshaming bei Männern mit einhergeht. Und das ist natürlich auf jeden Fall Thema. Noch mehr, keine Sorge. Wenn sie fett ist, raus zur Tür, raus zur Tür. Raus zum Fenster. Okay, schämen wir einfach mal Frauen, wenn sie fett sind. Normalität auf Social Media. Normalität. Ich zeige euch nur, was ihr jeden Tag auf Social Media finden könnt. Gucken wir uns mal ein paar Frauengeschmäcker an. Stehen. Aber wenn es mehr nicht ist als viel Geld haben, Locken haben, über 1,85 oder besser 1,90, groß sein, einen 20 cm Schwanz, trotzdem noch mega dünn, aber natürlich trotzdem auch sehr sportlich, dann ist alles cool. Dann sagt Social Media, du bist 10 of 10 approved. Alles super. Das Problem an diesen Trends ist, dass sie uns ein bestimmtes Schönheitsideal suggerieren, beziehungsweise genau genommen sogar noch festigen. Denn Schönheitsideale gibt es im Grunde immer in Gesellschaften, aber über Social Media werden die eben enormst intensiviert und man wird selber unglaublich krass damit konfrontiert, was halt enormen Einfluss hat, wie wir uns jetzt gleich auch noch anschauen werden. Aber schauen wir uns doch gerade erstmal das Thema Schönheitsideale an, weil das habe ich selber auch gemacht. Also Kapitel Nummer 2, Schönheitsideale. Wie ich eben schon gesagt habe, Schönheitsideale gibt es im Grunde, seit es den Menschen gibt. Ein Schönheitsideal bezeichnet im Grunde eine zeitgemäße Vorstellung eines idealen Gesichts oder eines Körpers. Also es geht hier um Aussehen. Alles, was sowas wie die Frisur betrifft oder die Kleidung, das bezeichnet man dann als Mode. Auch das ist natürlich wandelbar. Genau eben wie Schönheitsideale. Es geht eben um eine bestimmte Zeit und betrifft immer eine bestimmte Kultur. So gibt es in unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedliche Schönheitsideale. Beispielsweise in Mittel- und Westeuropa ist so ein Standard-Schönheitsideal von Frauen eine schlanke Figur, die eben trotzdem ausgeprägte weibliche Merkmale hat. In einigen afrikanischen Ländern und Kulturen ist es anders. Da gelten beispielsweise eher üppige und kurvige Frauen als attraktiv, weil das für Wohlstand steht, weil man sich gut ernähren kann. Es kann sich also durchaus unterscheiden. Allerdings laut der Wissenschaft, so quasi über die gesamte Zeit immer gezogen hat, sind beispielsweise, dass oftmals Teil von Schönheitsidealen besonders die geschlechtsausprägenden Stellen des Körpers sind. Also das, was eine Frau ausmacht im Vergleich zu einem Mann. Wir reden jetzt hier von den biologischen Geschlechtern, beispielsweise die Brust oder ein größerer Popo. Und bei Männern ist es dann zum Beispiel ein sehr kantiges Gesicht.
Gesicht beispielsweise, weil das für sehr männlich steht. Aber es sind eben Dinge, die sich auch von Zeit zu Zeit und von Kultur zu Kultur ändern. Tja, und zu unserer Zeit und unserer Kultur gibt es ein Schönheitsideal, das aber über Social Media eben auf ein immensestes gepusht wird und für uns einen Stellenwert bekommen hat, was es gar nicht haben sollte. Kommen wir zu Kapitel Nummer 3, und zwar den Einfluss der sozialen Medien. Inwiefern beeinflussen die sozialen Medien jetzt aber... Ich habe gerade zurückgedacht an meine Kindheit. Da gab es Social Media ja noch nicht, ist ja schon ein Weilchen her. Aber da gab es natürlich schon so Zeitungen wie Bravo und ich weiß nicht, wie sie alle hießen. Und natürlich habe ich da auch Bilder gesehen, die mich total geprägt haben, weil ich mal so dachte, so muss man aussehen. So hat man als Mann, als Junge auszusehen. Und ich zum Beispiel war eine gewisse Zeit lang, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da ungefähr war, aber ich glaube so Grundschule, war ein sehr zartes, kleines Wesen. Und ich weiß auch, dass zwischendurch mal wieder Leute mich gefragt haben, das war meist provokant gemeint, ob ich überhaupt Junge oder Mädchen sei. Das hat mich damals natürlich total verletzt. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, mal abgesehen davon, dass ich auch nicht weiß, was diese Frage überhaupt soll, außer zu provozieren. Und heutzutage hat das natürlich ein ganz anderes Ausmaß über Social Media. Vor allem, weil wir uns zum einen hinter Anonymität verstecken können, zum anderen, weil es total leicht ist, andere Menschen zu beleidigen und zu verletzen und sich damit ja indirekt aufzuwerten. Weil am Ende mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, ist nichts anderes, als sich selbst aufzuwerten. Deine Medien jetzt aber... das Schönheitsideal und inwieweit kriegen wir das dadurch eigentlich so stark mit? Also erstmal, das haben wir uns gerade eben schon angeguckt, haben die Trends enormen Einfluss. Wenn es diese Trends gibt wie, oh nee, dich will ich nicht weiter kennenlernen als Sound und das dann eben tausende Nutzer benutzen und wirklich, ich rede hier von Tausenden, die diesen Sound benutzen und wirklich ein Clip ist quasi sexistischer als der nächste gewesen. Da geht es um, ich will ihn nicht weiter daten, weil er nicht groß genug ist. Ich will ihn nicht weiter daten, weil er keinen Bart hat. Ich will ihn nicht weiter daten, weil er ist blond und so weiter und so fort. Versteht ihr von selbst. Also diese ganzen Trends haben großen Einfluss. Es gab noch eine ganze Reihe an weiteren Trends. Zum Beispiel, weiß ich, ob ihr daran erinnert, es gab mal so einen Trend, da haben Mädels so sehr weite... Und eine Sache möchte ich auch noch einfügen, es ist natürlich total okay, dass jeder Mensch einen Typen hat und sagt, ich stehe nicht auf den Typ Mensch, der so und so aussieht. Oder ich präferiere das und das an Menschen. Das ist völlig fein. Ich glaube, es geht hier vor allem darum, was man nach außen trägt und was für eine Verantwortung wir damit haben, was für eine Verantwortung vielleicht auch die Plattformen haben, Menschen bewusst zu machen, dass es Konsequenzen hat. Ich glaube, wenn wir online unterwegs sind, vergessen wir, dass es kein rechtsfreier Raum ist und das ist auch kein Raum, der zwar so wirkt, als ob wir einfach ein Video hochladen und dann passiert irgendwas und auf einmal stehen da ein paar Zahlen von so und so viel tausend Likes und Views und Klicks, aber das ist ja überhaupt nicht zu greifen. Alle meine Reels auf Instagram haben über 100.000 Views. Das ist für mich jetzt so, ja, das ist okay, normal, das kenne ich, aber wenn man sich die Zahlen mal vor Augen führt, dann sind das zwei komplette Olympiastadien voll. Ich hoffe, das stimmt, aber ich glaube, 50.000 passen im Olympiastadion, kann das sein? Auf jeden Fall sind 100.000 Menschen enorm viel. Das ist schon theoretisch auf Papier eine Großstadt. Also ab 100.000, glaube ich, ist man bei einer Großstadt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall möchte ich damit nur vermitteln, dass es enorm, enorm viel ist. Unser Gehirn kann das gar nicht richtig verarbeiten, dass das Menschen sind, die hinter diesen Zahlen stecken, die das sehen, jeweils zu Hause, in der Bahn, unterwegs, auf dem Fernseher, genau wie meine Videos. Und das entweder... mit Menschen etwas total Schönes macht. Denn Social Media hat ja auch durchaus viele positive Seiten. Wenn ihr mir zum Beispiel schreibt, dass ihr das Gefühl habt, dass meine Videos ein Safe Space für euch sind und ihr euch wohlfühlt, dann freue ich mich voll, weil das ist genau das, was ich möchte, weil das genau das ist, was ich damals gerne gewollt hätte und was ich ja auch jetzt immer noch suche. Ich suche mir Orte, an denen ich mich wohl und sicher fühle. Wenn ich aber ins Internet gehe und jemand sagt, unter 1,90 und keine Ahnung, blonde Haare, was weiß ich, kein Mensch weiß, welche Unsicherheiten ich habe und warum ich sie habe oder warum unser Gegenüber das hat. Deswegen ist es auch so wichtig, sensibel mit diesem Thema umzugehen. Deswegen finde ich das auch richtig gut, dass er es macht. Hoodies getragen oder so und dann gab es zu einer bestimmten Soundstelle, musste man das so eng ziehen, da hat man gesehen quasi, wie dünn deren Taillen sind. Um das besonders hervorzuheben, es gibt diesen Trend, wo man die Nase kurz so runterdrückt, hochdrückt. Wo man die Nase hochdrückt, macht man quasi einen Freeze-Frame, weil die Nase kurz so hängen bleibt, um zu sehen, wie die perfekte Nase aussehen würde. Also es gibt Massen an wahnsinnig bescheuerten Trends, die genau das eben pushen. Noch kleiner Nachtrag hier, ganz aktuell, jetzt einen Tag später. Ich habe einfach gesehen, dass TikTok einen Effekt gelauncht hat, also einen Filter. TikTok. Was ist das bitte eigentlich für eine schöne Wohnung? Ist das deine Wohnung? Jonas? Weiß ich gar nicht. Richtig schön auch mit der Holzhand und dem Baton. Es sieht aber eher aus, als ob er in irgendeinem Geschäft da gerade ist. TikTok selber, also die Plattform, hat diesen Filter gelauncht. Der heißt irgendwie Ugliest Part of the Face und der zeigt dann quasi an, welche Stelle im Gesicht die hässlichste von einem ist und landet dann bei der Nase oder bei den Lippen oder sowas in die Richtung. Ist natürlich Zufall, aber ich finde das so crazy. Dass ich weiß tatsächlich auch, dass Silvi Carlson ein Video dazu gemacht hat zum Thema Filter auf Instagram. Guckt gerne bei Silvi sowieso vorbei, es lohnt sich eh, aber ich finde auch das zum Beispiel ein super schwieriges und wichtiges Thema, weil diese Filter, wir können sie ja benutzen, aber sie müssen halt gekennzeichnet werden, aus meiner Perspektive. Ich finde es super toxisch. Wir können sowieso schon bearbeiten ohne Ende und schönheitsideale Formen, wie wir sie gerne hätten. Und solche Filter sind einfach Gift für die Seele. Das hat einfach die App selber freigegeben. Die App selber body-shamed einfach die Leute. Ich finde es so crazy.
Wollte ich nur ganz kurz noch sagen, weil ich nicht drauf klarkomme. Zweiter Punkt, Problempunkt, Influencer. Influencer, die Perfektion suggerieren. Es ist leider so, dass der Großteil vor allem an Instagram-Influencern und Influencerinnen, das sind Leute, die sehr attraktiv sind. Die sind vor allem deswegen auch so bekannt geworden, weil sie so attraktiv sind. Und auch wenn man sich anguckt, werden die ganzen Reality... Das nennt sich übrigens Pretty Privilege. Also Schönheitsprivileg, schönes Privileg. Auch dazu hat sie ein Video gemacht. Shoutout. Dass prinzipiell Menschen, die mehr dem Schönheitsideal entsprechen, im Leben weiterkommen. Ich glaube, das ist auch irgendwie selbsterklärend. Ich brauche natürlich nicht dazu sagen, dass das nicht cool ist, aber es ist irgendwie, ist man nicht überrascht, wenn man das hört. So. Und das gilt natürlich auch für Menschen, die, ob es jetzt der Körper oder das Gesicht oder das Aussehen generell ist, also Menschen, die einem Ideal entsprechen, kommen meist leichter durchs Leben. Wenn die ganzen Reality-Shows so besetzt wird und so auf Netflix, wer da in diesen Shows unterwegs ist, man denkt wirklich so, Alter, warum sind das alles so attraktive Menschen? Aber weil die Influencer eben auch, wie der Name schon sagt, so viel Einfluss haben und für viele so krasse Vorbilder sind, vor allem so viele Menschen denen folgen, hat man das Gefühl, wenn man auf Insta zum Beispiel unterwegs ist und man die ganze Zeit nur diese hübschen Menschen sieht, dass das die Normalität ist, dass das normales Aussehen ist. Und was natürlich völliger Quatsch ist. Ein dritter Problempunkt ist, dass diese Influencer sehr, sehr oft ihre Fotos auch einfach krass bearbeiten und kaschieren. Also ganz viele, diese Standard-Face-App und Facetune oder was auch immer es da alles gibt. Ganz, ganz viele sehen wirklich in der Realität gar nicht so gut aus wie auf Instagram. Ich könnte euch eine Reihe an Leuten nennen und ich glaube, mich sogar eingeschlossen, wo man einfach sagt... Ich wollte gerade dasselbe sagen. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang, es ist jetzt schon ein bisschen her, ich habe auf jeden Fall damit aufgehört, aber eine Zeit lang immer bei Instagram gab es diesen Paris-Filter. Da muss man, also wenn du machst ein Foto oder ein Video und wischst quasi einmal nach links. Und das ist so eine Art Weichzeichner. Den habe ich eine Zeit lang benutzt, weil ich mich unwohl gefühlt habe mit dem Anblick meines Gesichts, wenn ich das ungefiltert gesehen habe. Das Problem ist ja auch da wieder nicht, dass diese InfluencerInnen alle scheiße sind und dass die alle böse Absichten haben und uns deswegen versauen wollen, sondern dass sie auch Teilopfer dieser strukturellen Probleme sind, was diese Normen angeht. Denn man macht sie natürlich auch angreifbar. Und wenn das Feedback-System so funktioniert, dass man ein schönes Bild von sich postet und Leute einem sagen, wie toll man aussieht, dann versucht man das natürlich aufrechtzuerhalten. Ich glaube, die meisten Menschen sind sich gar nicht dessen bewusst und leben dann irgendwann auch davon, dass sie dieses Feedback bekommen und dass sie immer wieder die Validierung bekommen von außen. Und das ist etwas, was super schwierig ist, sich davon zu lösen. Und ich würde komplett lügen, wenn ich jetzt sage, mir ist das alles scheißegal. Ich wünschte wirklich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es das. Ich würde mir wünschen, dass mir viele Dinge scheißegaler sind. Wie viele Klicks, wie viele Likes, welche Menschen mich mögen oder nicht mögen und welche Menschen in der Vergangenheit richtig scheiße zu mir waren. Ich wünschte, mir wäre das alles egal, aber ich kann mich davon nicht komplett freisprechen. Ich arbeite daran, das ist ein Prozess, ich mache auch Therapie und ich spreche auch viel darüber und ich möchte all diese Dinge normalisieren. Ich möchte auch normalisieren, dass ich Scheißtage habe, dass ich psychische Probleme habe, dass es mir teilweise richtig gut geht und andere Tage nicht so gut und manchmal habe ich das Gefühl, wie aktuell zum Beispiel, dass Instagram mich eher belastet und YouTube mir mehr Spaß macht und das ist okay. So, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen und auch InfluencerInnen das bewusst zu machen. Sagt, okay, auf Bildern, okay, das ist schon krass, in der Realität spielt es auch gar nicht so eine Rolle. Also, um das mal ganz kurz zu sagen, Aussehen, dass du jetzt schon verschiedene andere Clips gemacht, aber Aussehen, der Stellenwert davon ist viel zu hoch. Es gibt so viele Dinge, die eine viel wichtigere Rolle spielen, aber das ist ein ganz anderes Thema, ein ganz anderer Punkt. In Frankreich gibt es das schon länger, in Norwegen seit 2021, es gibt da eine Kennzeichnungspflicht darüber, wenn Bilder bearbeitet sind. Also, hier muss es eine Kennzeichnung geben, wenn Bilder nachbearbeitet sind. Und ich finde das so sinnvoll und so gut und ich weiß wirklich einfach nicht, was dagegen spricht. Und ich bin absolut dafür, dass das auch in Deutschland passieren muss. Also von den Kardashians über die berühmtesten Influencer in Deutschland, fast alle. Guckt euch deren weichgezeichneten Gesichter an, guckt euch deren perfekten Kurven an, guckt euch den Hintergrund noch an, wo man noch sieht, dass plötzlich irgendwie die Tür leichten Bogen hat, weil das alles mit verschoben wurde. Die bearbeiten alle ihre Bilder. Also stresst euch da auf keinen Fall, wenn ihr denkt, what the fuck, wieso sehen die so gut aus? Diese Bearbeitung findet permanent und überall statt. Das vierte und vielleicht damit in der Konsequenz auch mit größtem Problem. Sie hat natürlich recht, ne? Aber es ist natürlich total leicht zu sagen, stresst euch nicht. Ich weiß, wie gut das bei mir funktioniert, wenn mir jemand sagt, gut, stresst dich einfach nicht so, lass das nicht so an dich ran. Aber es hat natürlich trotzdem eine Wirkung, wenn man sich jetzt das Video anguckt und sieht, wie viel eigentlich passiert und was eigentlich alles gemacht wird und sich auch immer wieder vor Augen führt, dass das am Ende alles nur Menschen sind. Meine Eltern haben früher immer zu mir gesagt, Alyosha, auch die Queen of England geht kacken. Das Problem ist, in den letzten Jahren eine sehr krasse Enttabuisierung von Schönheitsoperationen und Eingriffen gab. Im Grunde sind Enttabuisierungen eigentlich immer was Gutes. Also wenn Dinge, die vorher als mega tabu galten, wenn mal offen darüber gesprochen wird und wenn dann gesagt, okay, an sich mag ich das sehr. Das Problem ist leider bei diesen Schönheitsoperationsgeschichten, ist das ein ganz problematisches
falsches Ding. Es gibt eine ganze Reihe an Influencern und Influencerinnen im Alter von 18 bis 30, die sich wirklich nicht intensiv genug mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die einfach mal sagen, ich gehe mal zum Chirurgen oder ich gehe mal zum Kosmetiker und lass mir die Lippen aufspritzen und hier und da ein bisschen Hyaluron rein, Falten unterspritzen, größere Eingriffe wie Brusteingriffe oder im schlimmsten Fall dieses Brazilian Buttlifting. Also dem super gefährlich. Das ist der gefährlichste Schönheitseingriff mit den höchsten Komplikationen und Todesraten. Ich wollte dazu auch nochmal ganz kurz was sagen. Ich finde es auch total gut, offen damit umzugehen und ehrlich zu sein, dass man Schönheitseingriffe macht, und ich finde es auch nicht sinnvoll, das zu shamen. Mein Problem ist tatsächlich auch eher die Verherrlichung davon. Also ich finde es wichtig, dass sich Menschen, die es machen lassen, sich bewusst machen, warum, und das ist dann auch deren Entscheidung, das ist okay. Aber das auch nach außen so zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich zum Beispiel, ich bin Anästhesist, ich habe viele Operationen gesehen, die wenigsten davon Schönheitseingriffe. Es gab auch ein paar plastische, aber prinzipiell waren es größtenteils keine kosmetischen Eingriffe. Aber ich kann trotzdem sagen, dass jede Narkose und jede Operation Risiken mit sich bringt. Jede. In unterschiedlicher Ausprägung, ja. Aber es ist ein Eingriff am Körper. Diese Komplikationen, derer sollte man sich bewusst sein. Und da muss man sich ernsthaft informieren und sollte nicht einfach das Gefühl haben, ja gut, dann kriegt er halt einfach eine Narkose, dann schneidet er mir ein bisschen was auf, pumpt da was rein und dann ist gut. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich da ernsthaft mit auseinanderzusetzen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Also den Popo quasi größer machen. Und dann gibt es wirklich Influencer, die setzen sich dann vor die Kamera, vor ihr TikTok-Profil und machen dann ein Video und sagen dann so, hey, ich habe jetzt vor, nächste Woche das Brazilian Buttlifting zu machen, weil ich war nicht so confident mit meinem Popo und ich werde das jetzt machen. Was ist das denn für eine Message? Weil du nicht confident warst, weil du höchstwahrscheinlich zu 95% selber Opfer genau dieser toxischen Social-Media-Körperentfremdungsgeschichte wurdest. Genau das, was ganz, ganz vielen Menschen passiert, weil du wahrscheinlich daher diese Selbstzweifel hast, dass deine Konsequenz dann ist, dich einer derart gefährlichen Operation hinzugeben. Und das ist dann deine Entscheidung, das kannst du machen, aber dass du dann auch noch sagst, dass du davon so vielen Menschen, die einen vergleichbaren Struggle, die gleiche Ängste haben, dass der Po vielleicht nicht groß genug ist, dass die Brust vielleicht nicht groß genug ist, dass du den als Lösungsweg mit auf... Genau, und das Problem daran ist auch, die Hemmschwelle sinkt enorm. Wenn andere Menschen uns das vormachen, vor allem Menschen, die wir idealisieren, die wir toll finden, von denen wir denken, dass sie so viel Geld haben und so famous sind, was ja genau das ist, was einen Menschen ausmacht, nämlich Fame und Geld, machen wir uns mal nichts vor, dann vermitteln wir natürlich ganz vielen jungen Menschen, dass das der sinnvolle Weg ist und dass es ein Weg ist, den man gehen kann. Und wir senken die Hemmschwelle, das zu tun, enorm. Und damit einhergehend sollte vielen bewusst sein, dass ein Grundproblem, was wir haben, damit oft nicht behoben wird. Wir haben durch Social Media und andere Medien einfach ein sehr verzerrtes Bild von dem, wie wir aussehen und wie wir auszusehen haben. Und diese Unsicherheiten projizieren sich dann auf einzelne Merkmale. Und wenn wir die ändern, ändern wir diese Grundunsicherheit, die wir haben, oft nicht. Also ich glaube nicht, dass eine OP unser Leben grundsätzlich komplett verändert. Das mag bei Einzelfällen so sein, aber ich glaube nicht, dass einzelne OPs das ändern. Ich glaube, dass die Hemmschwelle jedes Mal sinkt, einen weiteren Eingriff zu machen. Und jedes Mal haben wir das Gefühl, da könnte noch was nachgebessert werden. Da fehlt vielleicht noch was. Und ich glaube auch, dass wir dann oft vergessen, uns ernsthaft vielleicht mit uns selbst auseinanderzusetzen. Und ich denke manchmal selber darüber nach. Natürlich, also ich würde komplett lügen, wenn ich sage, ich bin super zufrieden mit allem und ich bin total happy und finde mich richtig geil. Aber ich merke trotzdem manchmal, also mir zum Beispiel fällt es auch immer noch nicht leicht, Videos von mir selbst zu sehen. Fotos, Videos, ich mag das alles nicht. Aber ich habe mich sehr, sehr stark daran gewöhnt. Die Momente, in denen ich am glücklichsten und entspanntesten bin, sind die Momente, wo ich mit Menschen umgeben bin, die mich einfach für den Menschen mögen, der ich bin. Wo ich am wenigsten über mein Aussehen und über meine Wirkung nachdenke. Das sind die, wo ich innerlich am entspanntesten bin. Und in diesen Situationen würde ich nie denken, oh, jetzt müsste ich mir doch meine Lippen aufspritzen lassen. Oh, jetzt müsste ich doch das und das an mir machen lassen. Ja, ich hoffe, es macht Sinn, was ich gerade sage. Mit auf den Weg gibst, diese Operation zu machen, und noch schlimmer, wenn es dann auch noch losgeht, dass die Ärzte verlinkt werden, weil du vielleicht deine OP dann gratis bekommen hast, es ist eine Tragödie. Es ist eine Tragödie und ich schäme mich sehr, dass das passiert, weil ich das ganz, ganz grausam finde und diese Entwicklung ganz, ganz, ganz problematisch ist. Ich wünsche mir wirklich sehr, dass es das nicht mehr gibt, wenn ich irgendwann eine eigene Tochter habe, weil ich das einfach so schlimm finde. Und ganz kurz, sorry, ich übertrage das gerade hier nur auf Mädchen, aber das betrifft genauso Jungs. Wir haben uns gerade diese Trends angeguckt, was ich mittlerweile, ich schwöre, ich sehe mehr Bodyshaming bei Jungs mittlerweile auf TikTok als bei Mädchen. Nicht, dass irgendwas davon besser ist. Es geht nicht darum, das zu vergleichen. Ich sage nur, das betrifft nicht nur Frauen, das betrifft nicht nur Männer, das betrifft alle. Das betrifft jeden einzelnen Menschen. Also, ich habe euch gerade schon gesagt, es gibt enormen Einfluss der sozialen Medien darauf, wie heftig man damit konfrontiert wird. Ich beobachte das auch sehr doll in marginalisierten Gruppen, unter anderem jetzt auch bei Queers. Ich muss immer wieder an die Apps denken, die benutzt werden. Da gab es so Einstellungen wie zum Beispiel No Fat, No Femmes, No Asians. Das ist xenophob, also anti-asiatisch, rassistisch, fettfeindlich,
ich weiß gar nicht, wie ich das andere nennen soll, aber Femme ist quasi, wenn man feminin oder sich weiblich benimmt oder verhält, gestikuliert, wie auch immer. Und das Absurde an der Sache ist, wenn ich das jetzt sage, muss ich selber daran denken, dass ich nicht wirklich besser war. Ich weiß, als ich mich gerade geoutet habe, habe ich viele problematische Dinge gesagt. Ich habe mich sehr transfeindlich geäußert. Ich habe genauso über Menschen, die geoutet, aber sehr feminin waren oder sehr femme, mich lustig gemacht. Oder ich habe gesagt, so bin ich nicht, so will ich nicht sein. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Begriff Pick Me schon mal gehört habt. Also es gibt Pick Me Girls, die halt so sagen, ich bin nicht so wie die anderen Mädchen. Ich bin cool, ich hänge total gerne mit Jungs ab. Ich habe immer schon lieber mit was mit Jungs gemacht und ich bin nicht so zickig und so emotional. Und versucht dabei irgendwie Klischees, die über Frauen quasi liegen, von sich zu weisen, zu sagen, ich bin anders als die, ich bin besser, um nichts anderes damit zu wirken, als von Männern gepickt, also ausgesucht zu werden und sich begehrbarer zu machen. Was nichts anderes als internalisierte Misogynie, also internalisierter Frauenhass ist. Und dasselbe gibt es natürlich auch bei Queers. Und ich war ein sogenannter Pick-Me-Queer. Ich wollte von den Heteros gepickt werden, weil ich bin nicht so ein Queer. Ich bin nicht so feminin. Ich mag auch keine Transgender-Menschen. Ich mag das nicht, weil ich bin nicht so. Ich bin in dieser Szene auch nicht so unterwegs. Das ist alles nicht so meins. All diese Sachen, die ich gesagt habe, habe ich nicht gesagt, weil ich sie ernsthaft so meinte, auch wenn ich damit natürlich Menschen verletzt habe, sondern weil ich von der Mehrheitsgesellschaft gepickt werden wollte. Und das habe ich gemacht, weil ich Angst vor Diskriminierung hatte, weil ich mich schützen wollte. Und das ist bei ganz, ganz vielen Menschen so. Es ist eine Art von Selbstschutz, sich einen Panzer anlegen, sich, naja, eigentlich ist es eher der unsichtbare Mantel von Harry Potter. Man möchte eher unsichtbar sein, denn unsichtbar sein und einblenden, blending in, ist ein Privileg. Viele Menschen können sich das eben nicht aussuchen. Und ich musste einfach, als er das gesagt hat, gerade daran denken, dass auch ich das früher gemacht habe. Ja. Über die Trends, über Influencer, die man folgt, darüber, dass man nicht weiß, ob die Bilder bearbeitet sind oder nicht. Und im Zweifel gibt es dann sogar diese Empfehlungen, was man alles dagegen machen könnte durch Eingriffe und Co. Sehr problematisch. Gucken wir uns das aber nochmal genauer an, was das mit uns macht. Kapitel 4, die Körperbildstörung. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind als normaler 12-, 13-Jähriger für 1, 2, 3 Stunden im Netz unterwegs auf den sozialen Medien und wir sehen uns die Trends an auf unserer For You-Page, schauen uns also an, was ist gerade angesagt, welcher Körper ist gerade das Idealbild, welche Frisur sollte man... Ich möchte vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu sagen, was jetzt noch gar nicht so richtig beachtet wurde, dass natürlich Menschen, die nicht binär sind, also generell queere Menschen, nicht-binäre Menschen, Menschen, die sowieso stigmatisiert und diskriminiert werden, oft von einer Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Und das trifft hier natürlich auch zu. Also es gibt natürlich auch mehrgewichtige queere Menschen, die nicht-binär sind, die nicht einer Norm entsprechen. Und je weniger wir einer Norm entsprechen, desto mehr Diskriminierung erfahren wir. Und desto mehr werden natürlich auch solche komischen Filter oder eben Trends einen treffen. Und das Schlimme daran ist aber, dass Menschen, die sowieso schon diskriminiert oder mehrfach diskriminiert sind, eine viel höhere Rate an psychischen Erkrankungen bis hin zum Suizid erfahren. Und dass sowas eben Menschen auch bis in den Suizid treiben kann, bis in die Depression, bis in die psychische Erkrankung treiben kann. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Wieso sollte man gerade haben? Welche BH-Größe ist die perfekte? Werden damit konfrontiert. Dann gehen wir auf Instagram. Wir sehen die ganzen perfekten Influencer. Wir leben in einer Photoshop-Kultur. Also wir sehen nicht das, was Wirklichkeit ist, sondern wir sehen das, was die Leute wollen, was man bei ihnen sieht. Dadurch gibt es eine extreme Verschiebung des Idealbildes versus des durchschnittlichen Aussehens eines Menschen. Mal als kleines Beispiel. Die durchschnittliche Frau ist 1,64 groß, wiegt etwa 68 Kilo und hat eine Konfektionsgröße von 42 bis 44. Wenn man den sozialen Medien glaubt, ist die Idealkonfektionsgröße irgendwas zwischen 30 und 34. Körpergewicht 68 Kilo, für die allermeisten vielleicht ein Totschock, wenn sie das hören. Vollkommener Quatsch, völlig gesund, auch Dinge, die da drüber liegen, können gesund sein. Ich möchte jetzt nicht darüber urteilen, was gesund für euch ist und was nicht gesund ist und am Ende... Das ist auch nochmal sehr wichtig tatsächlich, dass Menschen, die mehrgewichtig sind, nicht automatisch ungesund sind. Das ist, glaube ich, was sich total hartnäckig hält, dass man sagt, jede Person, die mehrgewichtig ist, ist automatisch total ungesund. Es gibt Menschen, die mehrgewichtig sind, die gesund leben und Menschen, die schlank sind und ungesund leben und ungesund sind. Das ist ein relativ komplexes Thema, aber ich glaube, am Ende brechen wir es runter auf die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, ist ausschlaggebend für den Verlauf der Psyche und der menschlichen Gesundheit, einen guten Umgang miteinander zu finden. Ich kriege die Diskussion natürlich auch mit, dass Leute sagen, ja, aber das ist doch auf jeden Fall ungesund, ja, aber das ist medizinisch ungesund. Und ich denke mir dann immer so, seid ihr wirklich ernsthaft daran interessiert, dass die Person, die ihr gerade nicht kennt, die ihr einfach nur äußerlich beurteilt, seid ihr wirklich daran interessiert, dass die gesünder lebt? Oder geht es euch einfach nur darum zu sagen, ich sehe dir an, dass du ungesund bist und man sagt eigentlich nichts anderes als, du bist fett. Das ist das, worauf es immer wieder hinausläuft. Die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen und was wir sagen und wieso wir sagen und wo es herkommt, hat alles was mit Machtstrukturen, Patriarchat und so zu tun. Wir vergessen, glaube ich, oft, was das für Konsequenzen für Menschen hat. Und glaub mir mal eins, Menschen, die nicht der Körpernorm entsprechen, werden sehr, sehr oft daran erinnert, dass das so ist. Brauchen keine einzige Person im Internet zusätzlich, um sie darauf hinzuweisen oder ihnen irgendeine vermeintlich gut gemeinte externe Diagnose zu geben.
Und am Ende muss das natürlich jeder für sich selber wissen, beziehungsweise sollte man das untersuchen lassen. Es gibt da Werte, aber das Idealbild ist weit weg davon, was gesund ist. Das Idealbild ist weit weg von dem, was normal ist zu erreichen oder was man haben könnte. Anderes Beispiel, der durchschnittliche Mann in Deutschland ist 1,79 groß. Wir haben zwei Videos heute schon gesehen, wo es darum geht, irgendwie POV, er ist unter 1,90, würde ich nicht daten. Und wenn der Mann über 1,85 ist, wow. Okay, aber das ist halt alles über diesem Durchschnittswert. Und jedes Mal, wenn jemand 1,85 groß ist. Und ich weiß, es klingt wahrscheinlich total plakativ und es klingt wahrscheinlich so ein bisschen dahergeredet, aber ich möchte, dass alle Menschen, die gerade zugucken, die das Gefühl haben, ey, ich bin aber noch kleiner oder ich bin wiege aber noch mehr als dieser Durchschnitt oder ich bin, keine Ahnung, noch anders, dass ihr okay so seid. Ich habe tatsächlich gerade bei Instagram Q&A am Wochenende gemacht. Ich bin nach Berlin gefahren, habe es im Zug gemacht. Und eine Person hat mir eine Frage gestellt, die ich irgendwie sehr rührend fand. Und ich hatte am Montag wirklich das Bedürfnis, darauf zu antworten. Und zwar war das, was würdest du deinem Jüngeren ich sagen? Wenn ihr möchtet, könnt ihr kurz pausieren und durchlesen. Auf jeden Fall hatte ich das starke Bedürfnis, irgendwie meinem Ich das wirklich zu sagen. Und ich habe mir wirklich vorgestellt, wie ich ihm das sage. Es hat mir für die Bahnfahrt auf jeden Fall sehr gut getan, weil ich tatsächlich nochmal reflektiert habe, wo ich herkomme, was alles passiert ist und was jetzt daraus geworden ist, was aus mir geworden ist und für welche Dinge ich mich früher geschämt habe und wie tief verankert dieser innere Selbsthass immer noch teilweise bei mir ist und diese Unsicherheiten, die immer wieder rauskommen bei mir und welche Menschen versucht haben, das auszunutzen und was das eigentlich viel mehr über diese Menschen als über mich aussagt und all diese Learnings. I don't know, ich wollte es einfach nur nochmal sagen. Vielleicht macht ihr das auch mal, dass ihr euch ein Bild raussucht aus eurer Kindheit, euch das anguckt und einfach eurem früheren Ich mal sagt, was ihr aus jetziger Perspektive diesem Kind mitgeben möchtet. Ist, gibt es genauso auch jemanden da draußen, der 1,73 groß ist. So bildet sich der Durchschnitt. Und wie scheiße ist... Wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Was ist das bitte, wenn du als Typ nicht der Allergrößte bist, wenn du nicht 1,90 groß bist? Ich bin auch nicht 1,90 groß. Und du siehst die ganze Zeit irgendwelche Girls, die sagen, yo, er muss groß sein, er muss das, er das. Was macht es mit einem? Und genau das gleiche natürlich auch für Mädels. Was macht es damit, wenn Jungs die ganze Zeit beurteilen, wie groß Brüste sein müssen, wie lange Haare sein müssten, was eine Frau anziehen darf, all diese Dinge. Durch... Vor allem ist das krass hier auch einfach, das ist uns allen bewusst, aber keiner kann was dafür. Niemand kann irgendwas dafür. Wir haben alle einfach mehr oder weniger Glück mit bestimmten Dingen, in eine Mehrheit, in ein Idealrennen geboren zu werden. Natürlich können Dinge wie Mode und wie Haarschnitt und solche Sachen, das können wir beeinflussen oder auch im Zweifel in Teilen, wie wir uns ernähren, aber selbst das ist auch super krass geprägt von Privilegien, wie wir aufwachsen, wie viel Geld wir haben, welche Bildung wir genießen können. Das sind so viele Sachen, die damit reinfließen, dass einfach ganz, ganz vieles Glück ist. Und wenn Leute sagen, du musst einfach nur machen, du musst einfach nur sein oder du musst es einfach nur manifestieren. Das ist einfach so privilegierter Bullshit, der super toxisch positiv ist. Und ich verstehe manchmal nicht, wie Menschen sich so hart dafür feiern, ohne zu reflektieren, was die Aussagen für Konsequenzen haben, aber auch zu reflektieren, dass es einfach pures Glück war oder ist und dass man nicht wirklich viel dafür geleistet hat. Ja. Durch diesen ständigen Vergleich und vor allem diesen extremen Vergleich, den man dann als Konsument hat, kann es super schnell zu einer sogenannten Körperbildstörung kommen. Das heißt also, man hat ein sehr verzerrtes Wahrnehmen davon, was angeblich normal ist, und zwar das, was man immer sieht, was aber gar nicht die Normalität ist. Also, das ist Quatsch. Aber man hat dieses verzerrte Bild und man empfindet sich selber dann als besonders hässlich. Ich wette mit euch, dass ein Teil der Zuschauer, an Leuten, die gerade zuschauen, sich genau damit angesprochen fühlen. Wie viele von euch, schreibt es mir ehrlich in die Kommentare, sind unzufrieden mit eurem Körper, sagen, ich finde mich selber nicht schön. Viel zu viele. Und genau das kommt durch diese Verzerrung. Aus so einer Körperbildstörung können eine ganze Menge psychischer und Ich möchte euch ganz kurz eine Story erzählen. Als wir mit den Dreharbeiten zu Queer Eye Germany angefangen haben, war ich mit Avi im Hotelzimmer und ich glaube, das war tatsächlich, ich weiß nicht mehr, ob es die erste oder die zweite Drehwoche war, aber es war sehr am Anfang, wir kannten uns noch nicht wirklich gut. Ich weiß auch nicht mehr genau warum, ob sie mir irgendwas nochmal an den Haaren frisieren wollte. Ich glaube, sie wollte mir irgendwie nochmal einen kleinen frischen Haarschnitt für den Dreh verpassen. Hat mir gesagt, ich soll mal mein T-Shirt ausziehen. Und ich bin ins Bad gegangen, wollte mein T-Shirt ausziehen und meinte sie zu mir so, was ist denn mit dir los? Und dann meinte ich so, es ist mir unangenehm. Und dann hat sie mich angeguckt und meinte so, warum? Und dann meinte ich so, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich unwohl vor anderen Menschen, wenn ich mich ausziehe. Und dann hat sie später zu mir gesagt, ist dir eigentlich bewusst, wenn du mit deinem sportlichen Körper, den du hast, mir sagst, dass du dich schlecht fühlst, dich vor mir auszuziehen, was das mit mir macht? Und dann habe ich so gedacht, nee, ehrlich gesagt, habe ich da nicht drüber nachgedacht. Es ist einfach was, ich habe eine tief verankerte Unsicherheit, was mein Aussehen angeht und wahrscheinlich auch eine verzerrte Wahrnehmung davon. Und das ist einfach nur gerade so, als er es gesagt hat, musste ich sehr stark daran denken, dass obwohl ich viel Sport mache und obwohl ich weiß, dass wahrscheinlich viele sagen würden, du hast einen der Norm entsprechenden Körper, ich trotzdem Struggle habe und ich will das jetzt auf gar keinen Fall hochspielen und ich erfahre, was das angeht, gar keine Diskriminierung. Also ich bin mir dessen sehr bewusst. Ich will einfach nur noch mal über die Selbstwahrnehmung und das, was Social Media mit einem macht, sprechen. Und ich glaube auch Menschen, bei denen ihr denkt, die haben da gar keinen Struggle mit, das auf jeden Fall betrifft. Und psychosomatischer Folgen resultieren. Das kann enden in Depressionen, in Essstörungen oder im Zweifel natürlich in noch schlimmeren Dingen. Laut einer Umfrage sind 30% der Jugendlichen besorgt über ihr Aussehen. Besorgt. Du sollst als Jugendlicher doch nicht besorgt sein über dein Aussehen, bitte. Es gibt so viele wichtigere Dinge. Jeder bzw. jede 11- bis 17-Jährige in Deutschland sind von Essstörungen betroffen. Jeder Fünfte.
Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und diese Essstörungen sind in den allermeisten die Konsequenz aus genau dieser Körperbildstörung, die super viele Menschen haben. Überlegt euch einmal, wie schrecklich traurig das ist. Bringt mich zu Kapitel Nummer... Das ist nicht nur super traurig, sondern es ist auch sehr gefährlich. Körperschemastörungen und Essstörungen sind sehr ernst zu nehmen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein gestörtes Verhältnis zu Essen oder zu eurem Körper und das ist sehr ausgeprägt, dann bitte sucht euch Hilfe. Schämt euch nicht, Hilfe zu suchen. Es ist völlig okay, nach Hilfe zu fragen. Auch wenn wir in der Gesellschaft leben, die uns gesagt hat, wir müssen das alles irgendwie selber hinbekommen und wir übertreiben mit unseren Gefühlen. Tun wir nicht. Es ist immer besser, lieber zu früh nach Hilfe zu fragen, als zu spät. Denn das ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Und ich weiß auch beim Thema Veganismus, viele Leute, die mir bei Instagram schreiben, sagen immer so, ja, ich ehrlich gesagt im Struggle, weil ich habe eine Essstörung und ich möchte aber vegan leben. Und ich sag immer, an allererster Stelle steht eure Gesundheit. Vegan zu leben bedeutet, so gut es geht und so umsetzbar wie möglich, sämtliche Ausbeutung und Qual von Tieren zu boykottieren und sich für Alternativen auszusprechen. Das so gut es geht und so umsetzbar wie möglich beinhaltet aber auch eure körperliche und psychische Gesundheit. Das wollte ich nochmal sagen. Also, in erster Linie, holt euch Hilfe. Kapitel Nummer 5, der Sensenmann-Algorithmus. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag meine Kapitelbenennung. Was wird jetzt hier die finale Zerstörung sein? Es sind mal wieder die sozialen Medien und die toxischen Algorithmen. Was passiert nämlich? Wir nehmen jetzt mal einen beliebigen Jugendlichen oder eine beliebige Jugendliche, die auf ihrer Lieblings-Social-Media-Plattform unterwegs ist, da durchscrollt und dann diese Trends sieht. Diese Trends, die einem eben sagen, was wohl angesagt ist, wie man auch... Mir fällt doch gerade ein, wie ich so am Anfang des Videos gesagt habe, hey, folgt mir mal auf Instagram. Und jetzt ein ganzes Video gucken, in dem es darum geht, wie toxisch Social Media eigentlich ist. Ich möchte aber dazu sagen, dass ich versuche, mein Instagram und mein Social Media so untoxisch und safe wie möglich zu gestalten. Wie man aussehen soll, was perfekt ist. Und dann fangen die Selbstzweifel an. Und das Problem ist, wenn diese Selbstzweifel anfangen, dann guckt man sich gerne mal die Kommentare an und schaut, was schreiben andere dazu. Vielleicht schreibt man auch selber einen Kommentar oder vielleicht speichert man den Clip auch, wenn man sich das später nochmal angucken will. Der Algorithmus merkt, dass ihr euch für diesen Content interessiert. Dass ich übrigens auch an der Stelle nochmal ein kleiner Shoutout an die ganzen Trolls, die mir folgen, die immer meinen Algorithmus pushen. Liebe geht raus. Wollte aber was anderes sagen. Und zwar, ich gucke liebend gerne RuPaul's Drag Race. Kann es an der Stelle auch allen empfehlen, die Netflix haben. Es lohnt sich sehr und ich persönlich würde mit Staffel 5 anfangen oder Staffel 6. Aber gut, das ist was anderes. Eine der bekannten Drag Queens bei RuPaul's Drag Race wurde mal gefragt, rückblickend, also ich glaube, es war eine der Gewinnerinnen, wurde mal gefragt, was ist dein größter Tipp, nachdem du jetzt gewonnen hast? Und die Person hat geantwortet, mein größter Tipp, niemals die Kommentare lesen. Und ich fand das tatsächlich sehr eindrücklich, weil ich so dachte, wow, ich hätte jetzt irgendwie mir ganz viele Antworten vorgestellt, aber nicht, dass du als erstes sagst, niemals die Kommentare lesen. Aber ich glaube, da ist tatsächlich teilweise was dran. Also bei mir nicht, weil ihr seid echt eine wunderschöne, tolle Community und so. Und ich größtenteils sehr, sehr viel liebe. Und ich liebe es auch, mich mit den kritischen Kommentaren mit anderen auseinanderzusetzen. Aber je größer die Plattform, desto größer potenziell auch die Angriffsfläche und der Hate. Und es ist, glaube ich, wirklich empfehlenswert, Kommentare, wenn möglich, beiseite zu legen und nicht zu lesen. Dass sich der 15-jährige Jonas für Clips interessiert, wo es darum geht, dass Jungs 1,90 groß sein müssen. Der Algorithmus merkt, dass sich die 13-jährige Emilia dafür interessiert, dass man als Frau nicht mehr als 50 Kilo wiegen darf. Und die gucken sich diese Clips dann an und der Algorithmus merkt, oh, die beiden, die interessieren sich dafür. Also spielen wir denen mehr davon aus. Kriegen mehr von diesem Content. Und der 15-jährige Jonas, der kriegt immer mehr von diesen Videos, wie groß man sein muss oder wie der Körper aussehen muss. Und die 13-jährige Emilia kriegt auch immer mehr davon, wie Frauen dünn sein müssen und wie cool das andere Jungs finden. Genauso triggert der Algorithmus das. Und genauso passiert es dir, dass du das Gefühl hast, du bist in dieser Blase, du hast das Gefühl, oh, jeder sagt es ja plötzlich. Jeder sagt mir plötzlich, man muss so groß sein. Jeder sagt mir plötzlich, ich darf nicht so viel wiegen. Und dann kommt man meistens am Endpunkt in dieser Schleife, in den Selbstzweifeln, die man hat, in dem Selbsthass, den man entwickelt hat, kommt man irgendwann dann an diesen Punkt, wo einem dann plötzlich eine Influencerin oder ein Influencer empfehlen, hey, ich habe da was für dich. Ich habe das letztens auch gemacht. Ich hatte auch diese Selbstzweifel. Ich habe auch gedacht, meine Brüste sind zu klein. Aber wisst ihr, was ich dagegen jetzt gemacht habe? Ich sag euch ehrlich, ihr müsst es nicht machen. Ich habe das nur für mich gemacht. Möchte ich nur kurz sagen, trotzdem ganz kurz, Dr. Dings ist unten verlinkt. Ich sag's nur. So funktioniert das. Man muss da einfach extrem aufpassen. Kommen wir zu Kapitel Nummer 6 und zwar die Konsequenzen. Was sind die Konsequenzen? Was passiert? Was wird dagegen unternommen? Nichts. Ich habe mir überlegt, als ich eben, als Recherche für dieses Video, als ich diese Clips rausgesucht habe, ich habe gedacht, wie kann es sein, dass die Plattform sowas nicht verbietet? Wie kann es sein, dass offensichtliches Bodyshaming zum Trend wird, aber nicht gesperrt wird? Sounds, die offensichtlich dazu anregen. Selbst wenn der Algorithmus das nicht rausfinden kann oder wenn das System das nicht verstehen kann. Wobei die Systeme mittlerweile wirklich sehr gut sind. Es ist generell super schwierig, das ganze Konzept bei Instagram und Social Media, also Dinge zu melden, die problematisch sind. Ich habe so oft schon super problematische Kommentare und Stories und Sachen gemeldet. Und Instagram hat am Ende dann gesagt, nö, das
finden wir nicht problematisch. Andere hingegen, ich wurde teilweise schon einmal geshadowbanned, weil ich eine Story repostet habe, in der ich als Schwuchtel bezeichnet wurde. Also ich habe die Nachricht bekommen, in der drin stand, ich sei eine hässliche vegane Schwuchtel, habe die gescreenshottet und geteilt und die Story von mir, ich wurde dann geshadowbanned, weil das Wort Schwuchtel da drin vorkam, ich weiß es nicht, weil irgendjemand das gemeldet hat, ich habe keine Ahnung. Aber also das System ist auf jeden Fall nicht ausgereift. Künstliche Intelligenzen sind so weit heutzutage. Aber selbst wenn das nicht geht, eine halbe Stunde gebraucht, um eine riesige Menge an Body-Shaming-Clips zu finden. Es muss doch irgendjemand, der dann quasi als Redaktion auf den Plattformen, der da arbeitet, muss dem doch möglich sein, diese Clips und Sounds zu finden, die problematisch sind und die zu sperren. Aber das passiert nicht. Und ich frage mich, warum? Brauchen eine Kennzeichnungspflicht dafür, wenn Bilder und Fotos bearbeitet wurden? Ist eine gute Sache. Einfach nur, um junge Menschen davor zu bewahren, zu denken, ja, das ist Normalität. Es muss viel mehr Trends geben, wenn es schon Trends geben muss, die einfach normale Körper, normale... Ich finde zum einen das schön. Ich finde die Idee schön, dass es so Realitätstrends gibt, in denen man einfach zeigt, was wirklich passiert, in denen man Menschen nicht mehr nach Äußerlichkeiten und so einem Scheiß bewertet. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, die Nummer eins Waffe, die wir haben, ist darüber sprechen, informieren und normalisieren. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ihr Content-CreatorInnen folgt, die eben nicht der Norm entsprechen. Das sind queere Menschen, das sind POCs, das sind Transmenschen, das sind mehrgewichtige Menschen, das sind behinderte Menschen. Je mehr wir diesen Menschen auch an Raum und Plattform geben, je mehr wir das normalisieren im Sinne von sichtbarer machen, desto normaler wird es auch von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen. Und ich glaube, das ist in der Regel das, was viele von uns brauchen. Wir brauchen Sichtbarkeit, denn Sichtbarkeit schafft Normalität. Normalisieren, wie man halt aussieht so. Und es muss vor allem auch mehr darüber aufgeklärt werden. Ich habe versucht, das jetzt mit diesem Video schon ein wenig zu machen. Ich hoffe, dass es auch bei der einen oder anderen Person ankam, die vielleicht große Zweifel daran hat, wie sie aussieht oder Zweifel bekommen hat, dadurch, dass es super viele Leute ihr irgendwie vorleben oder vormachen und es diese grausamen Trends gibt, die ich wirklich, wirklich nicht verstehen kann und ich wirklich auch nur meinen Content-Creator-Kollegen und Kolleginnen raten kann, wenn ihr manchmal denkt, ihr macht diese Clips und denkt dann, bei euch sehen das wirklich hunderttausende Leute, wenn ihr solche Sachen seht und auf den macht so, hahaha, wenn er einen kleinen hat, wie lustig. Haha, Mädchen mit kleinen Po sind so und so. Haha, wenn er nicht über 1,90 ist. Bla bla bla, ihr wisst genau, wovon ich rede. Macht es doch dann einfach nicht mit. Wenn es diese Sounds gibt, macht es doch einfach nicht. Das ist einfach was, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Da müssen jetzt mehrere Parteien mit anpacken, vor allem auch die Plattform, bitte. Kann doch nicht wahr sein, oder? Wirklich? Das war mein Video dazu. Ich finde es problematisch und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass darüber gesprochen wird. Ja, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Freue mich natürlich, wenn das Video irgendwo geteilt wird oder so. Ich stelle ganz liebe Grüße an euch alle. Freue mich, euch nächste Woche Montag wiederzusehen. Bis ganz bald wieder. Ja, vielen Dank, Jonas, für das Video. Ich möchte auch nochmal ganz kurz mein Resümee sagen. Ich glaube, ich habe ja gerade schon nochmal gesagt, was ich glaube, was passieren muss. Und ich möchte euch allen da draußen auch nochmal sagen, dass wenn ich sage, dass mein Kanal euer Safe Space sein soll, dann meine ich das auch so. Ich möchte, dass ihr euch wohl und verstanden fühlt. Und ihr könnt, wenn ihr euch danach fühlt, eure Gedanken, eure Gefühle, eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren teilen. Müsst ihr aber nicht. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ihr mit den Sachen, die ihr durchmacht, egal was es ist, nicht alleine seid. Es gibt genügend Menschen, die es durchmachen. Und das, was wir im Internet sehen, ist nicht die Norm. Das ist nicht die Mehrheit. Es ist eine selektive Wahrnehmung von Menschen, die genau das für sich nutzen, weil sie Teil dieser problematischen Strukturen sind. Deswegen führt euch das immer wieder vor Augen. Ich weiß, es ist manchmal super plakativ und schwierig, aber das, was am Ende zählt, ist nicht ein Handy und eine Plattform, auf der ihr irgendwas konsumiert, was nicht die Realität ist, sondern eine mehr oder weniger eine Flucht in eine Fake-Welt. Witzigerweise heißt die ja soziale Medien, obwohl es ja wirklich nicht so sozial ist. Das, was zählt, ist euer wirkliches soziales Umfeld. Eure Geliebten und FreundInnen und Family, Friends, all das. Das ist das, was zählt. Und ich hoffe, dass das Video und die Reaktionen euch vielleicht auch nochmal geholfen haben. Das, was Jonas auch schon gesagt hat. Ich umarme euch auf jeden Fall und wünsche euch einen schönen Resttag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade habt. Prost.